Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne eingangs zu zwei Dingen etwas sagen. Zunächst zu Herrn Hoeneß. Der Fall Hoeneß wirft viele Fragen auf und eine breite Diskussion, sicherlich zu Recht. An erster Stelle werden jetzt seine oder die für ihn notwendigen persönlichen Konsequenzen diskutiert. Ich bin mir sicher, dass Herr Hoeneß weiß, was in dieser Situation zu tun ist. Im Sport werden Vorbilder erwartet. Das ist er sicherlich nicht mehr. Alles spricht dafür, dass seine Selbstanzeige das Strafverfahren nicht verhindern wird. Und insofern bleibt uns der Fall Hoeneß auch in den nächsten Wochen und Monaten erhalten für die öffentliche Diskussion. Viel wichtiger ist aber aus meiner Sicht noch die Diskussion darüber, welche politischen Konsequenzen auch aus diesem Fall gezogen werden. Politik hat es vielen, auch Uli Hoeneß, zu einfach gemacht, Geld zu verstecken und Steuern zu hinterziehen. Offensichtlich hatte er zum einen professionelle Hilfe und eine Bank an seiner Seite, die es entweder billigend in Kauf genommen hat oder ihn möglicherweise sogar dabei unterstützt hat. Ganz ohne es bemerkt zu haben, wird dies alles nicht abgegangen sein bei diesen Größenordnungen, über die wir reden. Zweitens, es geht um die Schlupflöcher, die Politik mit ihrem Handeln oder auch Nichthandeln aktiv zulässt. Die Bundesregierung weigert sich, wie die USA mit dem Foreign Account Tax Compliance Act, aktiv gegen Steuerhinterziehung und Steueroasen vorzugehen. Und Banken, die dort unterwegs sind, notfalls auch die Banklizenz zu entziehen. Und drittens will ich bemerken, bei allem politischen Wettbewerb, der immer gern gesehen ist, SPD und Grüne haben wenig Grund, im Moment laut zu schreien, auch über diesen Fall. Das Vermögen, was offensichtlich angesammelt worden ist, fällt sicher auch in eine Zeit, in der die SPD in der Vergangenheit an der Regierung war. Die Amnestie für Steuerdiebe ist nicht zuletzt durch Rot-Grün eingeführt worden. Und auch die Abgeltungssteuer, auch daran soll erinnert werden, die Vermögen, die Einkommen aus Vermögen deutlich besser stellt als Einkommen, was mit Arbeit erzielt wird. Und letzte Bemerkung dazu, auch darüber brauchen wir eine Diskussion. Es geht nicht nur um Privatpersonen und ihre Steuergeschäfte in Anführungszeichen, sondern es geht auch um Wirtschaft und es geht um Konzerne, die mit ihren Unternehmenstöchtern in Steueroasen Steuerdumping völlig legal betreiben können. Zweiter Punkt, den ich gerne eingangs ansprechen möchte, zum Thema innere Sicherheit. Es war leider nur eine Frage der Zeit, bis der Betroffenheit über den Feigenanschlag in Boston eine Diskussion darüber läuft, welche Konsequenzen das beim Thema innere Sicherheit auch in Deutschland haben sollte. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Innenminister sich zu Wort meldet und eine Verschärfung fordert, vor allen Dingen im Bereich der Videoüberwachung. Dabei ist längst klar, mit Videoüberwachung wird kein Verbrechen verhindert. Kriminalität verlagert sich bestenfalls in nicht überwachte Bereiche. Mehr Sicherheit durch Überwachung ist eine Illusion. Und auf der Strecke bleiben dabei die Bürgerrechte. Das wird unseren Widerstand finden, wie auch in der Vergangenheit. Und statt mit Millionenausgaben die Überwachung hochzurüsten, ist es an der Zeit, dass wir Kürzungen bei der Polizei, vor allen Dingen in den Ländern, stoppen. Der Innenpolitiker Jan Korte der Linksfraktion im Bundestag hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir gut ausgebildetes und ansprechbares Polizeipersonal für die Bürgerinnen und Bürger brauchen. Ich will abschließend an dieser Stelle an die Diskussion in Norwegen erinnern, nach dem schlimmen Anschlag von Oslo. Die norwegische Gesellschaft hat mit Offenheit, mit Toleranz und mit zivilisierten Debatten reagiert. Das sollte auch in diesem Fall Vorbild sein. Herzlichen Dank. Nicht kandidieren würde, erneut für den Bundestag, bedauern Sie das? Wenn Oskar Lafontaine diese Entscheidung so für sich getroffen hat, dann nehme ich sie mit Respekt zur Kenntnis.
Ich bin mir sicher, dass er auch ohne Kandidatur in den nächsten Monaten für die Linke unterwegs sein wird. Ist die Linke da stärker, schwächer? Wie würden Sie das beurteilen? Ich glaube, die Linke ist nach dieser Ankündigung genauso aufgestellt wie vor dieser Ankündigung. Nachfrage dazu. Überrascht Sie dieser Verzicht Oskar Lafontaines? In der jüngeren Vergangenheit hatten viele auch in Ihrer Partei doch anderes erwartet. Ich will das nicht werten über das hinaus, was ich gesagt habe und was meine persönliche Überraschung ist oder auch nicht. Ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen heute. Und die Partei wird so oder so damit umgehen. Und wenn er nicht kandidiert, dann bleibt er eine öffentliche Person für die Linke, wie er das auch jetzt schon in den letzten Jahren ohne Bundestagsmandat war.